übrigens durch, ne? Bitte was? Übrigens durch jetzt, ne? Ja. Ja, wollen wir das Event nicht mehr machen? Doch, können Ja, hinter uns. Oder wir spawnen die hinter uns. Spawn halt gerne in der Oase. Die finde ich so schön. Natürlich. So wunderschön und so. Lebt gut. Ach, ich habe eine Farbe. Ach, sieh mal an, du. Total schön. Sonnenwende. Yay. Juhu, 60 Silber. 60 Silber? Hast du nicht Kupfer? Nein, Silber. Ja, natürlich. Ja, ja, schon klar. Yay, Level up. Sag nicht, sag nur ne, für eine Farbe 60 Gold, ne? Vielleicht wird euer Wunsch wahr. Da kommen sie. Wo kommen sie? Weiß ich auch nicht. Da kommen sie, wo? Wo? Hier keinem. Ah, da kommen sie! Aber der Hirsch hält die alle auf. Ja, siehst du. Der Hirsch ist almighty. Hallo? Bleibt ihr mal stehen hier? Nö, das ist nie akzeptabel. Oh, wenn das Event wirklich zu Ende machen? Nö. Und das Gebiet heute auch fertig kriegen. Ja dann. Ah, guck mal, da ist unser Ablösung. Vielfältige Pfahlwurzeln, oh yeah. Gut, erst das mitnehmen. Möhrchen. Yay, yeah, ich auch. Genau, greift den Krieger an, lass den Elend in Ruhe. Brav so. So. Kommt alle los! So, Wegmark haben wir schon mal. Dieses Team kämpft. Naja, whatever. Welche Gegner sind? Ja, wegen drei Gegnern wird die nicht umkämpft sein. Und hier ist auch gerade nicht das Event, was hier eigentlich sein sollte. Also sonst würden nicht alle so tot da rumliegen. Aber da wir ja XP geil sind, ne, einfach mal wieder beleben. Ihr habt Fragen? Alter. So. Ach, der liegt mal locker flockig in der Luft. Yoda 2.0. Wie kommen wir da nochmal hin? Rumlatschen. Klappt doch nicht die ganzen Gegner. Natürlich. Wie war das doch mit XP-Geilheit? Ja, ich habe jetzt 121 XP dafür bekommen. Juhu. Tja, ich habe 300 bekommen. Juhu. Bist auch Level bist auch ein paar Level niedriger als ich. Du brauchst ja auch mehr XP. Das ergibt voll keinen Sinn. Natürlich. Nee, du brauchst auf deinem Level mehr XP und das ist prozentual verteilt. Guildwars macht das sogar ein Stück weit Sinn, weil alle gleich viel XP kriegen, prozentual gesehen. Ja. Deshalb braucht man auch immer gleich lange ab einem bestimmten Level. Ich glaube, ab Level 9 braucht man immer gleich lang für ein Level ab. Also es steigt dann zwar immer noch ganz geringfügig, aber kaum spürbar. Weil immer die doppelte Menge an XP ist auch irgendwie ein bisschen schwachsinnig. Hallo du Fettarsch, Siamasch. Bogengang des Ehrenlesers. Ich bin immer noch zwei Stück bei mir und du? Bei mir fehlen auch noch zwei, ja. Dann machen wir jetzt erstmal hier vorne die Herzquest, würde ich sagen, ne? Ja. Auch wenn mir die eigentlich noch gar nicht angezeigt wird, aber ich weiß, dass da noch eine zweite ist. Zu stark. Da. Da ist eine Sehenswürdigkeit. Connor, kommst du? Hm? Hier sind nochmal Ätherklingen. Jo, woher weißt du das? Ich rate jetzt mal. Achso. Das glaube ich dir nicht. Nee, das kann nicht sein.
Verreckst du gerade gegen ein Viech? Zwei Viecher. Na, da sind noch drei. Ich fälle auch immer einen Baum mit Feuer. Fällen! Er fackelt ab. Ey, hier ist so ein Gegner. Der war da gerade nicht. Jetzt ist er da. Ja, freut mich. Wer hatte sich nochmal darüber beschwert, dass wir alle Gegner töten? Ach ja, du warst. Das müssen wir es machen, weil es für die Herzquest ist. Naja. Das ist noch kein Muss dann. Synchrones Hacken. Marcel, mit einer Sichel hackt es sich nicht gut. Jens, mit einer Spitzhacke hackt es sich nicht gut. Natürlich. Ah, du lagst falsch. Es sind Hologramm. Ja. Du wurdest gerade mit angeklopft von dem Vieh. Ja, einfach abschütteln hilft da. Der Typ hat das tatsächlich fertig gemacht. Er war ja noch alleine da, dadurch geht das natürlich schneller. Ja, und vielleicht wollte er noch seine Daily machen. Boah. Ich glaube, ich mach gleich Champion der Raufbold. Champion der Raufbold, was? Ja, Champion der Kostümrauferei. Achso. 12.000 Mal gewinnen? Nein. Jo. Musst du. Ich mache nur die Daily. Achso. Ich dachte gerade, ja. Naja, machen wir mal, ja. Wir können hier auch das Event machen, also wir schneller auf der anderen Seite. Da dann nur noch zwei ist die Mehrzahl von Verderbnis, Verdorbenheiten? Verderbnisse? Na, auf jeden Fall. Dann mache ich lieber tägliche Handwerker und fertig. Ja. Also ehrlich. Ich stell 10 Holzbretter her. Yay! Event! Ja, davon sprach ich doch gerade. Heftiger Beschuss! So, da ist schon mal die erste Verderbnis. Mein Bein einfach abschütteln kann. Tja, diesmal ist Jens der Letzte, der fertig wird. Ist auch mal selten. Bin noch fertig. Hä? Jetzt? Als ich es gesagt habe, warst du noch nicht fertig. Natürlich. Nein. Da ist die letzte Verdorbenheit da vorne. Einfach abschütteln. Mein Bein. Au, au, au. So, hier können wir einfach durch die Höhle jetzt durchrennen. Wohin denn das? Was? Wohin denn das? Ja, auf die andere Seite hier. Darf man sich heutzutage nicht mal die die Sehzüchtigkeit mitnehmen? Da waren wir doch gerade schon. Nein, ich ja. Nicht. Dann kann ich da auch nichts für. Alter, wie viele Portobello willst du denn noch? Hopp, hopp. Ich übernehme dann mal. Lol, das sah gerade voll witzig aus. Mal so ein Schlag auf den Boden, bam, ihr fliegt voll weg. meine harten Holzblöcke sind voll. Mein Siegel benutze ich irgendwie kaum, aber naja, egal. Erstmal die Wegmarke, sofern die überhaupt hier oben ist. Was ich nenne, ist sie nicht. Ist sie nicht. Ist sie nicht. Will sie haben. Bitte mich, so wie der Gegner.
Achso, Connor ist da. Auch unten? Ja. Yeah. Überlebe ich das? Yippie! Ja. Ach, hier sind wir. Yep. Nein, die hat nicht viel Leben. Überhaupt nicht. Total entspannt und so. Wasser kochen. Dafür musst du unbedingt Guild Wars spielen, das kannst du nicht so. Hm? Dafür musst du unbedingt Guild Wars spielen, um Wasser zu kochen, das kannst du nicht so. Halt die Klappe. Ja, gerne noch mehr hier. Kein Problem. So. See ist leer. Jo. Hier, da geht's ins nächste Gebiet. Wie? Wo? Ja, so da. Ach, da. Könnten wir jetzt eigentlich durch. Weil wir haben ja jetzt alles. Zack. Jetzt. Connor, lass mich raten, dir fehlt ein Punkt. Nein, ihm dürfte mehr fehlen. Das sieht wertvoll aus. Nee, eine einzige Herzkost, ich weiß nicht, wo ich die nicht hab. Na gut. Wo kommt man hier eigentlich raus dann? Ich bin noch nie hier durchgegangen. Lorna Pass, ach so. Ach so, hier ist man dann. Okay. Dann können wir jetzt über den Lorna Pass hin zu den Baumgrenzen fällen. Wir klappen uns nicht durch den Lorna Pass durch. Hä? Wir müssen hier nur durchgehen. Ich will jetzt nicht den ganzen Lorna Pass machen, ich will hier nur durchgehen. Gut. Eben noch da oben die Wegmarke holen. Ja, außerdem ist doch hier unsere Herzquest. Nicht. Ah oh. Nee, da ist das Portal. Ja. Ah, komm hier nicht raus. Will aus diesem verdammten Wasser raus. So, jetzt. Wie soll man denn da hochkommen? Was, wo? Naja, hoch zu dem Ausblick da. Hab's irgendwo mit den Gegnern hier. Hä? Hey, sind wir irgendwie alle zu dämlich? Nö. Achso, angucken. Die strahlt mich an. Willst du nicht die Taucherbrille nehmen und ins Wasser springen? Soll man eine Taucherbrille? Ja. Ich halt nochmal hin. Ich meine, das schreit doch förmlich nach einer Taucherbrille, diese Stelle, oder nicht? Es gibt in diesem fucking Gebiet 43 Sehenswürdigkeiten. Weißt du, wie groß das Gebiet ist? Ja, scheiße groß. So. Ach, hier kann ich auch hoch, das ist gut. Das finde ich gut, ja. Oh. Das finde ich gut. Macht sie nieder. Ich sprint hier gemütlich an allen Gegnern vorbei. Du.
einfach abschütteln. Will er mich eigentlich verarschen? Ich benutze gerade ein Verabschütteln und dann netzt er mich wieder ein. Tja, hast halt Pech. Ja. Finde ich aber trotzdem nicht nett von ihm. Ach komm, dann entdecke ich auch noch gerade das Gebiet hier so. Zack. Grab des verlorenen Forschers. Jens, auch wenn du so extrem schnell aus dem Lorna Pass wieder raus willst wie möglich, könntest du auf uns warten. Ich brauche Erdelementarkerne. So viele, wie ihr finden könnt. Jens legt sich schlafen. Tja, siehst du mal, wie nett ich bin und auf euch warte. Ich hol mir doch die Wegmarke. Kann ja nicht schaden. Jens, die sind noch holos, ne? Schön für euch. So, die kann ich mal gerade verticken. 16 Trachtkisten. 1,9 sind die wert. Die Schuhe zu verkaufen lohnt sich ja schon fast. Aber komm, hau ich die hier mal für 3,70 weg. Und den Speer für 4,20. So. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche, Leute. Und wir machen dann weiter in den Baumgrenzenfällen. Genau, so heißen die Teile. Also, bis dann, Leute. Ciao. Tschüss. Tschüss.